Ein Leistungsprüfstand ist eben ein Prüfstand, wo man Leistung messen kann. Notabene bei einem Auto. Jeden Tag machen wir das in der Garage. Am BZB ist man stolz auf den Leistungsprüfstand, den man jetzt neu hat. Denn jetzt kann man Theorie und Praxis noch veranschaulichen. 35'000 Franken würde so ein Leistungsprüfstand kosten. Für 5'500 Franken Materialkosten und 120 Fronarbeitsstunden von einem Autofachlehrer hat man den Prüfstand fast gratis bekommen. Der Bert steht im Vordergrund, ist stolz auf seinen Kollegen, der Herbert Altherr, der die 120 Stunden eingesetzt hat. Und da wird der erste und der vierte Jahr Automech im Beisein von diesen Autofachlehrern vorgestellt. Der Leistungsprüfstand, und wir dürfen dabei sein. Und jetzt gehört das Wort eben Herbert Altherr. Das BZP hat einmal 1990, wo es eröffnet worden ist, einen Prüfstand bekommen. Das sieht es hier auf dem Bild mit dem Opel Corsa Motor. Hinten dran, da sieht man eine Wasserbremse dran. Das heisst, man hat ab dem Hahn Wasser einströmen lassen. Wie viel das man einströmen lassen hat, ist von dem Bedienungspult ausgekommen. Also da konnte man den Motor bedienen. Da konnte man Gas geben und da konnte man das Wasser einströmen lassen. Und je nachdem, wie viel Leistung, sprich Drehmoment, der Motor abgibt, entsprechend hat die Bremse dann da leicht verdreht und über eine Hydraulik ist dann das hier da angezeigt worden, in der Drehmomentsanzeige. Da haben wir noch die Drehzahlanzeige. Das war der Prüfstand. Wir haben dann festgestellt, dass halt hier mit der zentralen Spritzung langsam einfach so ein Oldtimer-Motor ist, den man nicht mehr so verwendet. Nach langer Suche habe ich dann irgendwo zu Genf gefunden, über einen befreundeten Garagist, also respektive einen Garagist, der mal zu mir auch in die Lehre gekommen ist, haben wir dann den Ford Fiesta ersteigert. Ich habe damals noch nicht gewusst, ob der Motor überhaupt noch läuft. Aber wir haben den einfach gekauft. Der Garagist hat den möglichst einen günstigen Preis gemacht, um das Auto holen von Genf zu holen, und hat dafür dann einfach die Teile, die wir nicht mehr benötigt haben, können verwenden. Da sind wir eigentlich schon relativ weit. Die Wasserbremse ist bereits hier am Motor angeflanscht. Also das heisst, man hat das Getriebe habe ich ausgebaut, zerlegt, mit der Trennscheibe Getriebeeingangswellen abgehauen, entsprechend dann mit den Wellen von dieser Wasserbremse verschweißt. Was einfach das Problem war, die Bremse war viel zu lang. Also, wir mussten hier die Gehäuse noch verkürzen und dann schlussendlich zusammenschweissen. Vorne dran war ja alles verdruckt, Kühler verbogen und alles. Und weil ja der Motor nicht, also das Auto nicht fährt, muss man entsprechend genug Kühlleistung haben, ohne dass man da grosse Zusatzlüfter montieren muss. Und ich bin dann fündig geworden bei einem so einem Lieferwagenkühler. Der hat zwei Elektroventilatoren dran. Und es hat sich dann auch bewiesen, dass der die Temperatur wirklich mag heben, obwohl er keine Fahrgeschwindigkeit hat. Ihr habt vorher die Bedienungselemente gesehen. Einerseits für die Wassereinsteuerung und andererseits für das Gaspedal zu betätigen. Hier sehen wir die Drehmomentanzeige und die Drehzahlanzeige. Das hat man aus dem ganzen Steuerkasten weiterverwendet. Und was natürlich auch möglich ist, wir haben Motortester. Da können wir über OBD direkt die Werte aus dem Steuergerät rausnehmen. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier schauen, aktuell gibt es Motorsteuergerät 64% Motorlast raus. Wir haben hier oben haben wir gut 70 Newtonmeter. Und da wäre jetzt noch bei den Daten, könnte man hier schauen, das maximale Drehmoment. Also passt gar nicht schlecht überein. Und natürlich hier auch noch andere Werte, wo man zum Beispiel während dem Unterricht, wenn man in diesen Stellen angelangt vom Fachunterricht, dass man das auch mal direkt am Motor kontrollieren kann. Denn gleichzeitig sind natürlich verschiedene Elektrosignale, die man hier
Prüfstecker montiert hat und dann über das KAU vom Motortester kann das Signal anschauen. Jetzt hier als Vergleich im Fachbuch hinein wäre eigentlich das Gleiche. Also das Einspritzsignal sieht halt schon nicht ganz gleich aus. Also das heisst, man hat die Möglichkeit, mit einem aktuellen Signal einen Vergleich zu ziehen, vielleicht das Gemeinsame zu finden. Und natürlich der Vorteil ist, man kann unter Belastung oder ohne Last kann man das entsprechend auswerten. Was heisst das? Katalysatortemperatur 20 Grad. Funktioniert der Katscho? Nein. Nein, es ist zu kalt. Wie warm muss noch etwas sein, bis er mal würde funktionieren? Bei 300. Dann haben wir dort Spannungen drauf. Also das wäre alles über das Motorsteuergerät auf den Tester. Die Spannung springt im Moment. Also die blaue Kurve wäre die Sonde vor dem Cut und die rote Kurve wäre die Sonde nach dem Cut. Wieso springt jetzt dann nach dem Cut von 0 bis etwa 0,9 Volt? Die Werte sind etwa so vorhanden, bis 0,9, dann tut irgendeinen Mittelwert herausfinden. Aber woher kommt das, dass jetzt das hier auch so pendelt? Kann ich das Signal ernst nehmen? Nein. Nicht. Störung, ein Brumm drauf auf dem Signal, wissen wir nicht. Wir lassen mal laufen. Jetzt, wie gesagt, er ist noch kalt, oder? Jetzt muss er zuerst einmal warm werden. Die erste Sonde geht auf Null runter. Also vorher war sie höher, jetzt geht sie auf Null runter. Und jetzt fängt sie an zu regeln, oder? Also die erste Sonde hat bereits schon Betriebstemperatur. Der Katalysator hat bereits fast 500 Grad. Jetzt müssen wir mal ein bisschen belasten. So, Mittelwert, wie viel? Wie viel haben wir jetzt bei der hinteren Sonde? 0,7 Volt, das wäre eben der Mittelwert. Jetzt hat es sich auch eingependelt. Sonde 2, oder? Bei 0,7. Bei der die pendelt, oder? Die erste. Jetzt könnt ihr vielleicht die Temperaturen mal anschauen vom Cut.
Also wir haben gesehen, von der zweiten Sonde ist es sogar dann richtig mager gegangen, oder? Also die Speicherfähigkeit ist völlig erhalten. Jetzt, was noch interessant ist, da können wir ja dann dort noch kurz anschauen. Wenn ich da jetzt kurz Gas gebe, müssen wir mal schauen. Wieso geht die erste Sonde praktisch auf Null runter, wenn ich vom Gas weggehe? Schubabschaltung, oder? Dann nachher geht er, bringt er, spritzt er gar nicht mehr ein. Sehen? Schauen wir das Signal noch schnell an miteinander. Und jetzt habe ich eine Frage. Wieso sieht das Sondensignal von der ersten Sonde nicht gleich aus, ohne Last wie mit Last? Was können wir da herauslesen? Also durch das, dass er ja unter Last mehr Leistung braucht, muss er mehr einspritzen. Das heisst, er ist länger eigentlich im fetteren Bereich. Und durch das ist ja die Unterlinie viel höher, aber also länger im oberen Bereich. Ja. Jawohl, also unter Last haben wir längere Phasen, in denen Fett gemischt ist. Also das heisst, es hat Luftmangel. Und das fette Gemisch, das bringt eine Einkühlung beim Motor, oder? Weil er unter Last ja sehr stark erhitzt. Also da wäre er eben fett, da wäre er mager. Da hat er, die Phase ist viel kürzer als die Fett. Und da gibt es gesamthaft eine Anreicherung vom Benzin, eine bessere Einkühlung, und gegenüber am Lauf ohne Last, da sind die beiden Sequenzen fast gleichig, also fett, mager, und da tut er ja immer wechseln, etwa 1 bis 2 Mal pro Sekunde. Was geht da, wenn ich ein länger fett als mager den Motor betreibe? Innenkühlung. Danke vielmals.